Da habe ich doch sowas von getroffen. Warum fliegt der jetzt nach rechts? Ich habe doch nach links. Ich werf den Ball nach links. Und dann fliegt er nach rechts. Das verstehe ich nicht. Sollte doch nicht. Moment, jetzt versuchen wir mal hier Beutel. Mal so eine doofe Beere. Einsetzen. Ziel. Was? Ist geflüchtet? Was ist das denn für Mist? Jetzt habe ich dem Vieh eine Beere gegeben und dann haut es ab. Da oben ist Pikachu. Tatsächlich. Ein wildes Pikachu erscheint. Einfach mal versuchen. Großartig. Einfach aus Prinzip. Bing. Klasse, Pikachu wurde gefangen. Ja, das haben wir drauf, ne? Pikachus fangen. So, mein Pikachu erreicht Level 10, Mew 11, 8 und Nidoran auch 8. Für das Snap hätten wir bestimmt auch gut EP bekommen, ey. Das ärgert mich jetzt. Habe ich so viele Puckwälder verbraucht. Einfach zu lange da rumgeeiert. Du musst halt immer gucken, dass man das richtige Pikachu auch hat, ne? So, das ist ein kleines Kokuba. Ich will mein Smetbo wieder haben. Da hinten kam, glaube ich, wieder ein Pikachu. Klang zumindest gerade so. Hey, warte, wo willst du denn so alle hin? Also für sich will ich hier raus. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass es Smetbo auch zu fangen gibt, will ich das auch hier fangen. Los, Topsy! Ich frage mich nur, ob wenn du jetzt hier wegen dem. Ich will ja das gleiche Team haben wie bei meinem Pokémon Gelb Editions Display. Also Abra. Frage mich, ob ich dann hier auch Simsala kriegen kann. Oder ob sich das dann auch nur mit einem Tausch entwickelt. Finde ich nämlich blöd. Safcorn wurde besiegt. Also ich habe kein Problem mit diesen Steinen, ne, dass sich die Pokémon nur dann entwickeln. Aber, dass ich... Ich gebe auf, du bist voll stark, ja. Wieder drei Pokémon, das ist gut. Dass sich die, Entwicklung davon abhängig macht. Hier sind ja aber ganz schön viele, ne? Aber leider kein Smetbo. Kommt gerade eine Menge Taubsis raus. Nun gut. Ist das Gary? Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Die sind viel zu ähnlich, ey. Hier und dort hast du bestimmt schon mal von Sträuchern am Wegesrand bemerkt, oder? Wie ich höre, kann man sie mit der geheimen Technik platt. Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Heißt ja nicht mehr Zerschneider. So, Route 2. Kann ich jetzt endlich mal gegen Pokémon kämpfen? Ein wildes Taubsi erscheint. Immer noch nicht. Wann kann man denn gegen wilde Pokémon kämpfen? Da ist Hornliu. Hat er gerade eben was geglitzert dahinten. Ich meine nicht das Hornliu. Gehen wir hier weiter. Bringt ja alles nichts. Ah, du kommst wie gerufen. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Fredo? Da kann man gegen super starke Trainer antreten, der sogenannte Arena-Leiter. Gegen eine Arena-Leiter zu kämpfen ist zwar keinen Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg dran vorbei. Schau mal, Pikachu, ist auch schon ganz heiß auf einen Arena-Kampf. Stimmt doch, oder Pikachu? Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch. Hier. Du erhältst 5 Tränke von Gary. Na, das ist aber cool. Du verstaust sie in der Medizintasche. Ich war in der Spendierlaune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfe
sie dir dabei, den Arena-Leiter zu besiegen. Das ist nämlich der erste wichtige Schritt auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Also viel Glück euch beiden, ihr schafft das. Hast du denn auch schon gegen den gekämpft? Für die meisten Leute hier in Maronia City ist das Trainieren von Pokémon nur ein Hobby, so wie für die Käfersammler. Aber Arena-Leiter Hokko ist ganz anders. Ja, gehen wir erstmal hier zum Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir die Pokémon wieder fit machen? Ja, bitte. Okay, nehmen deine Pokémon für einen Moment in meinen Obhut. Wenn wir schon jetzt stark genug sind. Vielen Dank für deine Geduld. Wir sind wieder topfit. Aber außer wenn ich jetzt mit Pokémon fange, kann ich sie ja eh nicht skillen. Leveln. Für die meisten Leute. Achso, nee, stimmt, den habe ich ja schon gequatscht. Aber mit wem haben wir drin noch gar nicht mit allen gequatscht? Da. Nur an der Switch, ne? Ich tausche Pokémon mit dem Mädchen hier. Ich habe zwei Pikachu, deswegen macht es mir nichts aus, eins zu tauschen. Ich habe auch zwei. Ich möchte unbedingt ein Pikachu und tausche mein Pipi dafür. Ich wollte auch mit dir tauschen. Für schlaffe 500 Poké kriegst du bei mir eine Tüte für knusprige Knapperei, die Kanto je gesehen hat. Die Marmoria Cracker. So beliebt, dass sie täglich nur eine pro Nase verkaufen kann. Interessiert ein Knuspergenuss? Nee. Okay, schau, bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was die bringen sollen, die Cracker. Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria City, ist ein Profi im Umgang mit Gesteins-Pokémon. Wenn du dir einen Vorteil gegen sie verschaffen willst, solltest du Attacken der Typ Pflanze oder Wasser einsetzen. Du musst dir die Wechselwirkung zwischen den Typen gut einprägen, wenn du gegen einen Arena-Leiter bestehen willst. Ja, ja, ich habe ja neben Miraflor gar nicht dabei, ne? Was? Die Rocket ist auf dem Mondberg? Hm, ich telefoniere gerade, störe mich nicht. Tja. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem mit dem, was wir haben. Hast du keine Ahnung, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Lockparfüm, um wilde Pokémon zu meinen Blumen zu locken. Weißt du, was ich hier mache? Ja. Gut, ich schufte hier nämlich ganz schön. Die Arbeit will heute einfach kein Ende nehmen. Okay, dann versuchen wir einfach nochmal. Nein. Ich versprühe Schutz, um wilde Pokémon von meinen Blumen fernzuhalten. Jo, das macht ja Sinn, ey. So. Du bist der Pokémon-Trainer, oder? Hokko, ich stehe auf der Suche nach neuen Hauslagen. Komm mit. Was? Das ging aber einfach. Wenn du genug Bumm hast, dann versuch dich an Rocco. Sollen wir jetzt schon direkt losgehen hier? Ja, das sieht ja mal doll aus hier, die Arena. Holly, willst du in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Leiter zu besiegen. Also, pass auf. In der Arena von Marowak sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir den Vorteil gegenüber Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arena-Leiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht so überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanze- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen Arena-Leiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon vom Typ Pflanze oder Wasser zeigen. Habe ich keins dabei. Du wolltest mal ein passendes Pokémon gefangen? Findet in der Nähe von Alvestia. Komm wieder, wenn du nicht geworden bist. Die Arena von morgens ist rund um die Uhr geöffnet. Toll. Hätte ich mal mit Mirapla doch weiter geskillt. Wen tun wir weg? Saftkorn. Bringt sowieso nichts. Mirapla. Team hinzufügen. Immerhin ist Mirapla nicht ganz so schwach. Aber vielleicht sollten wir mal vorher speichern. Zack. Ach, geht das schön schnell. So muss das sein. Bei der Game-Edition war es egal, welche Pokémon du hier hattest.
Ja, komm, ist gut. Bam, bam, bam. Mirafla. Wunderprächtig. Mit diesem Pokémon darfst du dich in der Arena von morgen versuchen. Immer hereinspazieren, lass dich nicht unterkriegen, zukünftiger Champ. Darf ich die anderen nicht nutzen? Wahrscheinlich doch. Willkommen in der Arena von Moria City. Hier wirst du an Trainer begegnen, die etwas zäher sind als deine bisherigen Gegner. Ja, schauen wir mal. Picknickerin Janette fordert dich heraus. Setz Kleinstein ein. Los, Taubsi. Jetzt nicht unbedingt das beste Pokémon gegen Kleinstein. Aber um es so ein bisschen schon mal vorzuschwächen, sollte es hinhauen. Er hat ja eh nur einen Kleinstein. Ja, und ist auch nicht wirklich sehr viel anders als mein Taubsi. Von daher können wir mir fast vorstellen, dass Taubsi das schafft. Könnte aber auch knapp werden. Ah, nee, doch. Kleinstein ist stärker. Aber dafür kann ich dann vielleicht hinter Pikachu da besser leveln. Los, Tackle! Nicht sehr effektiv, aber ein Volltreffer. Ah, ich glaube, Kleinstein hat noch ein bisschen mehr KP als Taubsi. Verteidigung steigt. Dementsprechend wird es natürlich schwieriger für Taubsi, Kleinstein zu besiegen. Sieht dann auch, dass es einfach nicht mehr so viel abzieht. Aber das wäre ein Chigi jetzt cool, ey. Na. Los, Tackle. Taubsi. Meine Güte, das zieht sich aber jetzt echt lange hin mit den ganzen Einigler hier. Los, mach schon hinter hier. Nicht sehr effektiv. Ey, gleich kann ich hier gar keinen mehr abgezogen davon, oder? Oder ich habe keine AP mehr hier für Tackle. Wobei 26 ist schon noch einiges, aber trotzdem. Oh, Taubsi ist noch da. Komm schon. Ist sehr effektiv. Meine Güte, ey. Du willst Taubsi auch absolut gar nicht besiegen, kann das sein? Zack. Tackle. Tackle. Ja, jetzt will er doch mal besiegen. Ah, ja. Dauert alles eine Weile. Miraflan nehmen wir jetzt nicht. Den Pikachu. Mit den Fuchshochhieb sollte das ja kein Problem sein. Zack. Bäm. Na, ja, nicht sehr effektiv, aber hat gerade gereicht. Dafür haben wir hinterher bei Misty ist wesentlich besser. Mit Pikachu. Du bist eindeutig zäher als meine bisherigen Gegner. Tja. Kann passieren. Gehen wir erstmal zum Pokémon Center, aber quatschen wir erstmal mit den Leuten hier. Hä? Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mond stammen soll? Die ersten Pipis wurden wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf dem Mondberg gefallen sind. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also wirklich, Schleckmann, weil wieso musst du nur immer so störrig sein? Oh, hallo, entschuldige, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Klar. Es ist so, eigentlich hatte ich einen Besuch im Marmoria Museum geplant, aber nun hat mein Fleckmann hier beschlossen, sich nicht vom Fleck zu bewegen. Fleck. Könntest du vielleicht hier bleiben und auf meinen Fleckmann aufpassen, bis ich wiederkomme? Es dauert bestimmt nicht lange. Ja, klar. Danke, es ist sehr freundlich von dir. Dann lasse ich euch beiden mal ein Weilchen allein, ja? Boah.
passiert nichts. Fleckmann starrt ausdruckslos vor sich hin. Du hast erfolgreich damit Fleckmann gefaulenzt. Das kriegen wir gut hin, ne? Juhu! Danke, dass du so gut auf mein liebes Fleckmann aufgepasst hast. Hier, das ist für dich. Du erhältst eine Riesenperle von der Frau. Du verstauchst sie im Itemboil. Komm doch mal vorbei, wenn du Zeit hast. So. Was kann ich mit dieser Riesenperle anfangen? Beutel? Bestimmt nicht hier drin, ne. TM? Wäre auch komisch. Stärkungstasche? Einfach hier? Ja, was ist diese Perle? Klamottenkoffer? Auf so viel Pikachu, bla bla bla, nein. Fang? Ach nee, da ist doch die Riesenperle. Eine relativ große Perle, die in schönem Silber funkelt. Die ist vom hohen Wert. Achso, die kann ich also verkaufen. Na gut. Dann gehen wir mal hier ins Museum. Hallo? Hallo? Der will nicht mit mir reden. Willkommen! Für Kindereintritt 50 Pokédollar. Möchtest du die Ausstellung ansehen? Ja, wollen wir. Alles klar, das macht 50 Pokédollar. Viel Vergnügen. Danke. Na, das sind doch mal hier welche. Kabutors Fossil. Das ist ein seltenes urzeitliches Pokémon-Fossil. Aerodactyl-Fossil. Das ist ein seltenes Urzeitfossil. Ja. Ich will mit dem Opa hier quatschen. Ich bin so dankbar, dass ich die Knochen einer solchen majestätischen Kreatur mit eigenen Augen sehen darf. Hier sind verschiedene Fossilien aufgereiht, die am Rundberg gefunden wurden. In der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Meteorit vom Mondberg. Es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Ja, kann ich den gut brauchen, ne? Ich hätte gern einen Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Fängst du mir eins, Papa, bitte? Ja, ja, ein Pikachu. Ich besorg dir eins. Versprochen. Ich habe da noch eins über. Ein Pikachu wie deins wäre perfekt für meine Tochter. Aber so gut wie ich euch verstehe, kannst du es unmöglich. Ich habe noch ein anderes. Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Es sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Ja, er kommt halt vom Mond. Dein Dinosaurier ist Hologramm. Es trägt den Namen Weltraumkarte. Meteoritenstücke. Du linst durch das Mikroskop. Was für schöne Kristalle. Da ist nichts. Na. Damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und nun, viele Jahrzehnte später, steht als nächstes Ziel der weit entfernte rote Planet an. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Das ist schon eine spannende Geschichte. Raumfähre. Was haben wir hier? Die Entstehung des Weltalls. Achso. Das ist also quasi der U-Knall sein. Was ist denn hier auf dem Flyer? Nix. Ist sonst nichts mehr? Okay. Na gut. Ich dachte, hier gäbe es auch was zu holen. Aber dann halt nicht. Na. Mein Flatty findet immer tolle Sachen für mich, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Na, ich wollte eigentlich mit dem Smet wo sprechen. Smet. Ah. Scheiße, hat Mew auch was gefunden. Mew hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Nana-Beere von Mew. Wir müssen eigentlich mal gucken, wofür sind denn die verschiedenen Beeren? Das steht doch bestimmt dabei. Fangtasche. Pokéball. Sana. Gibst du diese Beere einen Pokémon zu essen, wird die Chance erfolgreicher Fangversuch der Item. Bei einer erfolgreichen Funktion ein Item zu erhalten, leicht erhöht. Okay. Gibst du die Beere eine Pokémon zu essen, wird es während des Fangversuchs etwas ruhiger. Okay, dann fällt es nicht mehr so hin und her. Bisschen leichter fangen. Okay.
Was haben wir hier noch? Pokémon sind einfach zu fangen, wenn du sie mit dem Pokéball genau in der Mitte triffst. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Mit wachsender Erfahrung erlernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen allerdings nur mit DMs beibringen. Ja, haben wir bisher noch gar keins bekommen. Wahrscheinlich das erste dann von Rocco bekommen.